Raketenwerfer. Oh, nice. Das kostet aber auch einiges an Zeug. Okay, aber wir haben eine Morden Sodus. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Ich will über Sie reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich. Seuche auf Omega eingedämmt. Viel Zeit, um Informationen über die Kollektoren zu analysieren. Beeindruckende Laboreinrichtung. Habe es vermisst, für finanzstarke Organisationen zu arbeiten. KI ist besonders hilfreich. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Erzählen Sie. Sie sagten, Sie waren bei der Special Task Group. Was für Forschungen haben Sie da gemacht? Nicht einfach nur Forschung. Mehrere Aufklärungsmissionen. Geheim. Sehr riskant. Diente unter einem jungen Captain namens Kirahi. Habe die Genophage der Korganer untersucht. Habe Wasser- und Gewebeproben von korganischen Kolonien entnommen. Warum hat die STG die Genophage untersucht? Korganische Rebellionen waren blutig und gefährlich. Fast so schlimm wie die Angriffe der Rachni. Alle Spezies entwickeln sich, passen sich an, mutieren. Wenn die Wirkung der Genophage nachlässt, muss man vorbereitet sein. Vorbereitet wie? Worauf hat sich die STG vorbereitet? Militärische Pläne für wahrscheinliches Bevölkerungswachstum der Korganer. Politische Szenarien für verschiedene Angriffspunkte. Die Genophage reduzierte die Zahl der Korganer. Aggressivität der Spezies nicht unter Kontrolle. Bevölkerungswachstum hätte katastrophale Folgen. Die STG hat die korganischen Rebellionen überwacht. Mussten bereit sein, dasselbe zu tun. Einfache Aufklärung. Kein Grund zur Sorge. Ja, Beschaffenheit. Was können Sie mir über die Genophage sagen? Biowaffe. Entwickelt von salarianischem Wissenschaftsteam. Vor über 1000 Jahren von Turianern gegen Korganer freigesetzt, um korganische Rebellionen zu beenden. Befällt jede Zelle des korganischen Körpers. Oftmals irrtümlich als Sterilitätsseuche bezeichnet. Korrigiert in Wahrheit den Prozentsatz erfolgreicher Schwangerschaften, um die hohe Geburtenrate der Korganer auszugleichen. Führt zur Stabilisierung des Bevölkerungswachstums auf vorindustriellem Niveau. Okay. War nett, mit Ihnen zu reden, Mordin. Muss zurück an die Arbeit. Studien betreiben. So viele Daten. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich mag den. Der ist cool. Tada! Gruppenbonus! Oh mein Gott! Das ist der Hammer! Besprechungsraum, Waffenspind, yay! Hey Jacob, was geht ab? Commander, kann ich ihn irgendwie behilflich sein? Ich will aber sehr reden. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Oh Gott. Klingt gut. Ich muss sagen, Sie führen ein strenges Regiment. Aber endlich werden Aufgaben tatsächlich mal erledigt. Wenn wir so weitermachen, bringen wir das Ganze vielleicht zu einem glücklichen Ende. Hoffentlich. Falls nicht, will ich die Abschlussbesprechung gar nicht miterleben. Gibt es etwas Spezielles oder schauen Sie nur so vorbei? Ich möchte meine Crew kennenlernen. Vergessen Sie die Vorschriften und erzählen Sie mir von sich. Ganz informell, was? Steht alles in meiner Akte. Früher bei der Allianz, genau wie Sie. Keine Reaper oder sowas. Aber mich haben Sie auch unter den Teppich gekehrt. Je mehr man leistet, desto weniger wollen die zugeben, dass etwas unternommen werden musste. Ach, wirklich? Was hat Sie zu Cerberus gebracht? Die Allianz hat mich nach Eden Prime aufs Abstellgleis geschoben. Irgendwann kam ein Job mit Miranda, den Cerberus als Vorstellungsgespräch betrachtet hat. Und jetzt bin ich hier. Die Methoden? Resultate um jeden Preis scheint gar nicht Ihr Ding zu sein. Stört Sie die Vergangenheit von Cerberus denn nicht? In der Allianz geht's nur um Politik. Irgendjemand muss die Bösen ausschalten. Cerberus tut das. Also bin ich dabei. Sie scheinen trotz allem gut in Form zu sein. Naja, zumindest bildet die Allianz ihre Leute gut aus. Wenn man mal so gelebt hat, sitzt man danach nicht rum und wird fett. Die meisten von uns wurden nicht von Cerberus neu zusammengesetzt. Mit ihnen haben sie sich selbst übertroffen. Schon mal nach Upgrades gefragt? Passt Ihnen was an der aktuellen Verpackung nicht, Jacob? Es sind keine Originalteile, aber ich muss damit zurechtkommen. Kein normaler Mensch würde sich darüber beschweren, Shepard. Und ich glaube, das wissen Sie auch. Commander, meine ich. Ich denke, wir sollten uns auf die Mission konzentrieren, Commander. Ich mache Sie nervös. Habe ich Sie verschreckt, Jacob? Aus dem Konzept gebracht? Für den Moment ist es genug, Commander. Wir können uns später unterhalten. Oh Gott. Ja, das musste einfach sein. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Solche Gespräche sind noch immer wieder erheiternd. Yo, Kelly, was geht? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Na, wenn das nicht mal eine Unbekannte sein wird. Da. Ungelesene Nachrichten.
Okay, Nachricht von Anderson. Hey Area, hab mir Adresse gegeben. Wir haben uns im Afterlife auf Omega getroffen. Sie haben mich darauf gehalten, meinen Söhnen anzuhören. Ja, kein. Ah! Mann, ich war vielleicht sauer auf sie. Ich habe mich total betrunken. Ein paar Tage später habe ich in die Nachricht, dass Archie fast alles die Söhne erledigt hat. Oh Gott. Sind aber. Und wie sie da selber lebend rausgekommen sind. Aber ich möchte mich bedanken. Als ich Verlust anhörte, kam ich mir richtig dämlich vor. Ich hätte sicher dazugehört. Ich werde machen. Muss ich. Ja, okay, danke. Gelesen. Commander. Nur dann für die Zücher sich zusammengestellt. Die alte Binsenweisheit, der Geist bezwingt den Körper, ist wahr. Ihre Einstellung und aggressive Handlungsweisen lösen in ihren kybernetischen Implantaten Abstoßungsreaktionen aus, während friedliche Gedanken Mitgefühl das Prozess fördern. Wenn sie eine positive Haltung bewahren, wenn ihre Gesichtsnamen von selbst verheilen, andernfalls könnten wir durch einen chirurgischen Eingriff ihre kybernetischen Implantate abschirmen, die Heilung unabhängig von ihrer mentalen Verfassung beschleunigen. Okay, wir wollen noch mal direkt darunter gehen. Mannschaftsquartiere. Hatten Sie Leertaste gedrückt, um zu sprinten? Ja, das ist ja der Hammer. Ja gut. Döp. Der Zugang zur Lebenserhaltung ist beschränkt. Was sag bloß? Es ist einfach zu gefährlich in New Camden. Ich lasse meine Familie Darmtoilette. Bin ich ja nicht falsch? Nein, bin ich nicht. Yo, wen haben wir denn da? Liebe Dr. Chalkas. Ich habe einen Brandy. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ich habe ein Geschenk für Sie, Frau Doktor. Ceres Ice Brandy? Sie haben wirklich... Danke. Kein Ding. Ich habe immer bedauert, die Flasche damals nicht geöffnet zu haben, als ich noch gekonnt hätte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Warum öffnen wir die Flasche nicht hier und jetzt? Nur Sie und ich. Trinken Machen wir. Sie die Flasche auf. Ich hole Gläser. Oh. Ich dachte, Alenkos biotische Aktion hätte Jenkins das Kreuz gebrochen. Aber der richtete sich wieder auf und brüllte, das war großartig. Oh, Jenkins. Soldaten wie er haben die Allianz so besonders gemacht. Bei Cerberus fehlt irgendwie diese Begeisterung. Mit Ihrer Dienstakte hätten Sie auf jedem Schiff der Allianz anheuern können. Warum sind Sie wirklich weggegangen? Vielleicht geht's weniger ums Weggehen, sondern mehr ums Bleiben. Als Militärärztin behandle ich meistens Leute in ziemlich schlechter Verfassung. Oft sterben sie. Und wenn ich ihnen helfen kann, gehen sie wieder. So oder so. Alle gehen weg. Haben Sie keine Freunde oder Familie? Nein, an Freunden mangelt's mir nicht. Nur an Stabilität. Joker wird immer am Wrohlig-Syndrom leiden. Er würde es nie zugeben, aber er braucht meine Hilfe. Und das wird immer so bleiben. Ich wünschte, es wäre anders. Aber traurigerweise ist es nun mal so. Ein Glas auf die Gefallenen. Auf Jenkins, auf Presley und auf Williams. Auf dass sie niemals in Vergessenheit geraten. Ich bin etwas besoffen. Ich würde gerne was upgraden lassen. Nein. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Aha, okay. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Die Krankenstation. Das ist vorerst. Yo, Gardner. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch. Zurück an die Arbeit. Ja, stimmt. Der will ja das Gemüse haben. Okay. Mirandas Büro. Ja, super. Commander, was kann ich für Sie tun?
Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Na. Sie haben sicher eine Menge Fragen. Schauen wir mal. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Ziele. Ich weiß, was wir hier tun, aber was ist das langfristige Ziel von Cerberus? Die Weiterentwicklung der Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Die Salarianer haben die Special Task Group. Die Asari haben ihre legendären Spezialeinheiten für Geheim- und Aufklärungsmissionen. Cerberus ist die Antwort der Menschheit auf diese Organisation. Mhm, ich werde übrigens alles durchfragen. Das ist schon mal klar. Aber diese Organisationen unterstehen Regierungen. Wer überwacht Cerberus? Niemand. Wir werden privat finanziert. Und unsere Geldgeber vertrauen darauf, dass der Unbekannte die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat unsere Ziele sehr klar formuliert. Schutz der Menschheit und Förderung ihrer Weiterentwicklung. Was ist Cerberus? Sind sie militärisch oder politisch? Oder beides? Cerberus hat mehrere Abteilungen. Politik, Militär, Wissenschaft. Und wir alle arbeiten auf dasselbe Ziel hin. Ach. Unsere Dienstränge und die Gesamtstruktur ähneln der Allianz. Viele unserer Rekruten kommen von dort. Aber nicht alle Operationen von Cerberus folgen demselben Protokoll. Wir lassen uns von Bürokratie und irgendwelchen Formalismen nicht bremsen. Aha. Ressourcen. Was für Ressourcen hat Cerberus? Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt, aber Einzelheiten weiß darüber mit Sicherheit nur der Unbekannte. Aber unsere Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Sie wiederzubeleben und die Normandy noch einmal zu bauen, war eine beträchtliche Investition. Und ein beträchtliches Risiko. Wir hoffen alle, dass Sie das Unmögliche möglich machen, Shepard, ohne Sie unter Druck setzen zu wollen. Der Unbekannte. Was können Sie mir über den Unbekannten sagen? Nichts, was Sie nicht schon wüssten. Selbst ich habe auf den größten Teil der Informationen über ihn keinen Zugriff. Sie haben schon mehr von ihm gesehen als die meisten anderen. Es ist selten, dass er bei Mission selbst in Erscheinung tritt, aber sie sind eben was Besonderes. Was die Leute auch über ihn reden, ich versichere Ihnen, dass er nur im Interesse der Menschheit handelt. Und das schließt Sie und mich mit ein. Weshalb denken Sie so? Wie können Sie da sicher sein, wenn Sie so wenig über ihn wissen? Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich die Motive und Ambitionen meines Gegenübers nicht einschätzen könnte. Selbst nach kurzen Begegnungen. Er ist kein Heiliger und würde das auch sofort zugeben. Aber er hat sich dieser Sache verschrieben. Die Menschheit könnte keinen besseren Fürkämpfer haben. Hm. Also an sich finde ich ja das Ziel, die Menschheit zu fördern und das vielleicht auch, wenn es nicht ganz legal ist, zu machen, finde ich an sich nicht schlecht, aber irgendwie ist mir Cerberus suspekt. Okay, ich will mehr über Sie wissen. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Aha. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Größere Augen? Warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Ja, okay. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Klingt, als hätte man sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Bist aber nicht. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. Okay. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. Ja, gut, dass wir das mal geklärt hätten, nicht wahr? Miranda ist die eingebildete Schlampe. Ganz ehrlich, also das ist schon etwas eingebildet, möchte ich jetzt mal so behaupten. Ah, da wird sogar angezeigt. Teammitglieder Miranda Lawson, Jacob Taylor, mit denen habe ich gesprochen. Okay, wir wollen da wieder hin. Schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Döp. Ich möchte mal kurz. Gehen wir mal kurz vor und sprechen mal mit dem guten Joker. Ich mag den Typen. Ist unser Pilot und. Joker! Wie läuft's? Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandy, alles rauszuholen.
Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Ich bin auch nicht begeistert, aber wir müssen uns damit abfinden. Bis ich einen Lötkolben finde. Dann muss ich nur noch ein paar Drähte neu anschließen, um dem Ding mal richtig weh zu tun. Keine Sabotage. Verstanden? Ja, schon klar. Das Spielzeug vom Boss ist tabu. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Ach nicht. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Aha. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Das okay. War's im Moment. Bis dann, Commander. Tschu. Okay. Das ist gut zu wissen. So, wir wollen dann doch nochmal so mal eben schnell zurück auf Omega. Ja, da wollen wir nochmal hin. Ich möchte nämlich Archangel finden. Bitte andocken. Hab ich gerade dieses typische Star Wars Geräusch gehört? Wenn ja, dann lol. Kann ich dazu echt nur sagen, lol. So, und jetzt wäre ich mal ganz froh. Guck mal. Oh, Morden Solos. Info. Wir nehmen Morden Solos mit uns, Jacob. Perfekt. Ah ja, dich kann man ja noch ein bisschen aufwerten. Pyrostrahl. Gesundheit 10% auf der C4 von Kräften. Schon mal schön. Wirfen brauche ich nicht. Belastung, Verteidiger. Kraft 700 Newton. Okay, wir machen mal Verteidiger hoch. Dann geht's mal zum Morden Solos. Perfekt. Und Jacob noch. Aha, okay. Ja gut, dann war's das. Laut Quarantänebericht wurde die Seuche vollständig eingedämmt, Shepard. Nein. Dr. Solos Assistent hat allen Patienten mit Komplikationen geholfen. Wunderbar. Ausgezeichnet. Wusst ihr das, Elschaft? Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß.
Wir haben uns ja schon quasi rekrutieren lassen. Ja, genau, hier ist der Blue Suns Fahrer. So, wir wollen mal kurz speichern. Euer neuer Spielstand bitte. Danke. So. Du. Ich bin bei der Mission dabei.